Meine erste Frage wäre, der Staatssicherheitsdienst oder die Staatssicherheit wurde ja am 15. März für aufgelöst erklärt. Und nun wird vermutet, dass der neue Sicherheitsdienst, der ins Leben gerufen wurde, sozusagen die Strukturen, aber auch die Mitarbeiter dieses alten Geheimdienstes übernimmt. Sehen Sie das so und ist es überhaupt realistisch, eine so große Organisation einfach abzuschaffen? Naja, zum einen mal, also in Ägypten, also man kann ja die Bevölkerung in Ägypten, Deutschland zum Beispiel vergleichen, 80 Millionen Menschen. In Deutschland gibt es, glaube ich, eine Polizeitruppe von ungefähr, ich glaube, 250.000 insgesamt. In Ägypten sind es mindestens 600.000 Polizisten und Staatssicherheit. Also kann man sehen, was das für ein wahnsinnig aufgeblähter Apparat war. Und viele fragen sich natürlich, wo sind diese 600.000 Leute jetzt verschwunden? Ja, also man hat zwar offiziell diese Organisation aufgelöst, aber wo sind diese 600.000 Staatssicherheitsleute und Polizisten? Und zum Teil sind die Polizisten jetzt wieder auf die Straße gekommen, aber gerade die Staatssicherheit ist ein großes Fragezeichen, ob die nicht tatsächlich im Hintergrund noch ihr Unwesen treiben. Es gibt viele Vermutungen, dass die Staatssicherheit zum Beispiel dahinter steckt, hinter den Anschlägen gegen Kirchen, dass die Staatssicherheit bestimmte Dinge macht, um für Chaos zu sorgen, in der Hoffnung, dass die Leute eben irgendwann sagen, wir wollen diese Revolution nicht, weil alles zu chaotisch ist. Also dass sozusagen über die Staatssicherheit tatsächlich noch Vertreter des alten Regimes versuchen, auf irgendeine Art und Weise, wenn nicht das Ruder rumzureißen, wenigstens zu versuchen, möglichst viel Altes in die neue Zeit hinüber zu retten. Schwierig ist es natürlich, tatsächlich einen neuen Sicherheitsapparat aufzubauen. Man kann nämlich, glaube ich, so einen Sicherheitsapparat nicht bei vollkommen Null anfangen. Es gibt eigentlich viele historische Beispiele, wo eben man ein bestimmtes institutionelles Gedächtnis braucht aus dem alten Sicherheitsapparat, um auch einen neuen Sicherheitsapparat aufzubauen, aber eben unter anderen Wertevorstellungen, wie dieser Sicherheitsapparat operieren soll. Und das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen für Ägypten oder für Tunesien oder für auch die zukünftigen arabischen Staaten, einen neuen Sicherheitsapparat aufzubauen, aber dabei gleichzeitig noch durchaus auch Elemente aus dem alten Sicherheitsapparat zu brauchen, zu benötigen. Es wurden ja angeblich Unterlagen gefunden in den Büros des Staatssicherheitsapparates, dass sozusagen die Regierung hinter den Anschlägen in Sharm el-Sheikh stand. Wie realistisch ist das? Wie ist das einzuschätzen? Ich glaube, da müssen wir einfach noch ein bisschen mehr Informationen haben. Also es gibt sicherlich jetzt, also es wird ermittelt, es wird untersucht. Man hat sehr, sehr viele Akten sind vernichtet worden. Also man hat ja dummerweise zwischen dem Abgang von Mubarak und dem Auflösen der Staatssicherheit und auch der Übernahme der Büros der Staatssicherheit sehr viel Zeit verstreichen lassen. In dieser Zeit sind sehr viele Beweismittel vernichtet worden. Entweder sind sie verbrannt worden oder sie sind geschreddert worden. Und deswegen ist es zum Teil sehr, sehr schwierig, eben tatsächlich noch nachzuvollziehen, was da jetzt genau passiert ist. Aber es gibt eben Ermittlungen, zum Beispiel was den Anschlag angeht auf eine koptische Kirche in der Silvesternacht, wo es eben heißt, dass da tatsächlich die Staatssicherheit letztendlich die Fäden gezogen hat, möglicherweise auch eben, was ich vorhin auch schon mal erwähnt hatte, diese ganze Kontakte, man kannte sich sozusagen, die radikalen, militanten Islamisten und die Staatssicherheit, und unter Umständen hat die Staatssicherheit in bestimmten Situationen eben die militanten Islamisten auch benutzt, also auch benutzt, um, wenn es zum Beispiel der Druck aus dem Regime zu groß wurde von der Bevölkerung, dann zündet man irgendeine Kirche an und lenkt damit sozusagen den Druck ab und auf dann Streitigkeiten zwischen Muslimen und Kopten und Ähnliches. Also das war sicherlich eine Methode, die man angewandt hat, wobei wir bis heute noch zu wenig Details wissen, tatsächlich aus diesen übergebliebenen Akten. Das ist eine Geschichte, eine dreckige Wäsche, die da gewaschen wird, die da in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren eben rauskommen wird. Und es wird eine ganze Weile brauchen, bis wir dann wirklich ein richtiges, komplettes Bild haben, wie dieses Regime funktioniert hat. Zur Armee jetzt noch kurz. Es wird ja geschrieben, dass die Armee die Situation jetzt nutzt, um zum Teil wieder Macht, die sie in den letzten Jahren verloren hat, auch an die neue wirtschaftliche Elite, um Gamal Mubarak verloren hat, wieder zu gewinnen, indem gezielt auch Prozesse gemacht werden gegen Vertreter dieser neuen Wirtschaftselite. Sehen Sie das so? Ist das die Möglichkeit der Armee, auch ihre ökonomischen Interessen durchzusetzen, oder ist diese Trennung neue Wirtschaftselite
und Armee nicht so stark zu ziehen? Also erstens mal, es ist schwierig, was ist die Armee? Ja, also wir haben eine Armeeführung, ja, die eben die gleiche Armeeführung ist wie unter dem alten Regime. Und eine relativ unabhängige Geschichte ist, also die nicht nur immer Befehlsempfänger waren innerhalb des alten Systems Mubarak, sondern durchaus eben auch selbst Macht ausgeübt haben in diesem System. Bis hin zum Beispiel, dass einer der Gründe, warum Mubarak nicht seinen Sohn Gamal Mubarak einsetzen konnte, als Nachfolger, war der Widerstand des Militärs dagegen. Also Militär hat eigene Macht. Gleichzeitig ist es ein Großteil der Militärführung in den USA ausgebildet, was wiederum irgendwie sozusagen zumindest beim Westen die Hoffnung hervorruft, dass man eben diese Militärführung den Amerikanern relativ gut gewogen sind und keine Entscheidungen gegen sie treffen werden. Dann haben wir Rekruten, die sich nicht ohne weiteres von der Militärführung einsetzen lassen können gegen das eigene Volk, sondern die natürlich keinem Schießbefehl folgen würden auf irgendeine Demonstration. Das ist ungefähr so sozusagen die Konstellation. Das Militär spielte natürlich eine wichtige Rolle zum Schutz der Revolution erstmal. Also wenn das Militär nicht am 28. Januar auf die Straße gegangen wäre, wäre die Geschichte wesentlich blutiger verlaufen. Ja? Wir erleben jetzt zum Beispiel, gerade wenn wir uns zum Beispiel auf Libyen oder Syrien oder sowas gucken, was passiert, wenn diese Institution nicht da ist, nicht auf die Straße geht, wenn eben keine Institution da ist, die das Land in der Nachdiktatorenzeit übernehmen kann. Also das sieht man, dass die Armee eine wichtige Rolle spielt. Gleichzeitig hat die Armeeführung natürlich eigene Interessen. Sie ist selbst korrupt. Sie ist selbst ein Teil des alten korrupten Wirtschaftssystems und versucht natürlich, diese Interessen auch in die neue Zeit hinüber zu retten. Und was wir jetzt haben, eine Situation von mindestens 5000 Leuten, die von der Armee in der Nach-Mubarak-Zeit verhaftet wurden, zum Teil gefoltert wurden, haarsträubende Prozesse mit ihnen gemacht wurden, wo sie zum Teil zu zehnt irgendwie vor ein Militärgericht geführt wurden und dann zu 5 Jahren verurteilt wurden in einer halben Stunde und ähnliche Geschichten. Das sind alle Geschichten, die im Moment sozusagen mit der Armee laufen. Es ist eine sehr durchwachsene Geschichte. Einerseits eine sehr wichtige Institution, die ursprünglich zum Schutz der Revolution angetreten ist, andererseits aber auch eine Institution, die sicherlich versucht, vieles vom Alten ins Neue hinüber zu retten und eben auch selber kein homogener, konsistenter Haufen, sondern eben selbst innerhalb der Armee gibt es verschiedene Interessen. Eine abschließende Frage hätte ich noch, und zwar, wir haben heute über die Rolle von Facebook und Twitter gesprochen. Nun ist es ja so, dass wir auch in Iran durchaus mit Facebook und Twitter kommuniziert wurde, aber die Revolution nicht vonstatten gegangen ist. Wo sehen Sie die strukturellen Unterschiede? Warum hat es in Tunesien, in Ägypten, letztlich auch in Libyen geklappt, aber nicht in Iran bis jetzt? Im Grunde kann man sagen, dass die Iraner eigentlich die Ersten waren, die diese Art von Revolution probiert haben, nicht die Tunesier. Nur dass die Iraner tatsächlich noch gescheitert sind. Ich glaube, sie sind deswegen gescheitert, weil die iranische Gesellschaft polarisierter ist als die ägyptische oder tunesische Gesellschaft. Während die ägyptische und tunesische Gesellschaft, wenn man schon sagen kann, dass eine Mehrheit der Bevölkerung wirklich dieses Regime loswerden wollte, ist es im Iran etwas komplizierter. Es gibt, also die Bevölkerung im Iran ist polarisierter. Es gibt schon einen Teil der Bevölkerung, die eben durchaus mit der Regierung und auch mit diesem Mullah-System sozusagen sich verbunden fühlt und die sagen, das ist immer noch ihre Revolution von 79 und ähnliches. Ja. Und es gibt einen anderen Teil, der sie unbedingt loswerden will. Und da sind einfach, glaube ich, die Mehrheitsverhältnisse nicht so klar wie in Ägypten, wo irgendwann das Ganze zu einer echten Volksrevolution geworden ist. In Teheran, ich war ja auch während den Wahlen dort, also als diese Geschichte losging, die Revolution, war ich in Teheran 2 Wochen lang. Das war halt die Mittelschicht und die Oberschicht, die da auf die Straße gegangen ist. Und sie haben es eben nicht geschafft, vielleicht weite Teile von der Unterschicht auch mit auf die Straße zu kriegen. Also wie gesagt, ich glaube, der Unterschied ist, die Gesellschaft war polarisierter. Kann sein, dass je länger dieses Regime andauert, dass sich die Mehrheitsverhältnisse dann eben auch und der Unmut gegen das Regime auch sozusagen immer größer wird und dann so eine Geschichte wie der Aufstand in Teheran irgendwann mal erfolgreich ist. Also das natürlich, die Iraner schauen ganz genau, was im Moment, die gucken sich das genau an, was die
Also sowohl das Regime als auch die Dissidenten sozusagen gucken sich genau an, was da in der arabischen Welt im Moment passiert und versuchen dann natürlich ihre eigenen Lehren daraus zu ziehen. Das Regime, wie es sowas möglichst verhindern kann und die Opposition, wie sie sowas Ähnliches aufziehen kann. Das ist alles im Fluss. Ja. Gut, dann sage ich danke für das Interview. Okay. Herzlichen Dank.